Endlich wird eine Frage beantwortet, die vielen von uns auf der Seele brennt, auf die wir keine Antwort kennen, und Bösemann beantwortet sie uns heute. Denn erinnert ihr euch zurück an den Kampf Bösemann gegen Manuelsen? Da ist doch das erste Mal Manuelsen gestolpert, hingefallen und Bösemann hat ihm was ins Ohr gerufen. Keiner von uns weiß, was es war, außer Super Mazdak, und ich spoiler euch das jetzt direkt. Ey Manu, sollen wir nach dem Kampf auch gemeinsam duschen gehen, so wie Sinan und Mo? Wie jetzt? Meinst du das ernst? Ja klar, wieso nicht? Wir sind beide verschwitzt und völlig erschöpft. Sag Wallah. Er wird es uns heute verraten, denn er reagiert selbst auf seinen Kampf gegen Manuelsen lieber spät als nie und wird sich auch noch zu der ein oder anderen Thematik äußern. Ich denke auch höchstwahrscheinlich zu der Thematik zwischen ihm und mir. Da gab es ja ein wenig so Knisterei, habt ihr ja mitgekriegt. Rein telefonisch hat er sich schon bei mir gemeldet. Wir haben miteinander geredet, da ist gar nichts. Aber vielleicht sagt er hier in diesem Video auch noch ein paar Worte dazu. Sein Video heißt, das habe ich Manuelsen zugerufen, als er zu Boden ging. Und ich würde mal sagen, wir legen auf entspannten, zurücklehnenden Hasen los. Let's go. Es ist ein Boxkampf zwischen mir und Manuelsen. Da es auch der Wunsch ist von meiner Community, dem ich natürlich nachgehe, ist ja ganz klar. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Und wir müssen eine kleine kurze Kampfanalyse abgeben. Was die meisten auch wissen wollten, ja, ist, was habe ich zu Manuelsen gesagt, als er auf dem Boden lag? Also, als er zu Boden ging das erste Mal, wollten die meisten wissen, oder wollen eigentlich so ziemlich alle wissen, was habe ich ihm zugerufen? Wollt ihr das wissen? Seid ihr auch so scharf drauf? Dann passt jetzt gut auf, weil hier werde ich das Geheimnis lüften. Let's go, huh? GMC und AAA präsentieren den Main Event der Ganz kurz, GMC und AAA. Also ich muss hier kurz was dazu sagen. Der eigentliche Veranstalter ist ja AAA gewesen, also S All Artists, ne? In Zusammenarbeit mit GMC. So ist es eigentlich richtig gewesen. Also es ist mir aufgefallen auf jeden Fall, dass AAA hier die Initiatoren und auch die Organisatoren und auch die Veranstalter eigentlich sind, in Kooperation mit der GMC. GMC Special Fight Series, Ausgabe Nummer 1, ein Boxfight, 5 Runden nach 2 Minuten, Heavyweight Kampf. Ich präsentiere die Kontrahenten. Zunächst der Mann zu meiner Rechten in der blauen Ecke, 1,78 Meter groß, ein Kampfgewicht von 100... Hier wird Manuelsen gezeigt, aber hier handelt es sich eigentlich um mich. Nur, ich meine, ist ja klar, er ist ja, ich glaube, er ist ein paar Meter größer wie nur 1,78. 100 Kilogramm. Ja, jetzt ist es immer richtig. Böse! Ah. Ja, Blut nur. Guck mal hier, das ist die Albina. Die ist eine Boxschülerin aus dem Boxgym vom Dieter Wittmann, der sie unter die Fittiche genommen hat. Merkt euch diesen Namen gut. Albina aus dem Boxgym, Gym Club Eislingen. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Sehr, Esslingen. Sehr talentierte Boxerin. Sehr, sehr talentiert auf jeden Fall. In der roten Ecke, 1,97 Meter groß, Kampfgewicht 145 Kilogramm, hier ist Manuelsen! Der Referee in diesem Fight ist Dirk Schwarz. Was für eine Atmosphäre hier in der GMC Arena, das Ding kommt. Das Ding ist aufgeladen. Die Atmosphäre war Wahnsinn. Da ist ja alles ein bisschen kompakter und kleiner und alles so aneinander gekuschelt, ne, sag ich jetzt mal. War die Atmosphäre so, das hat man gespürt, ne. Also beim ersten Kampf gegen Sinan G in Hamburg, ne, war alles viel größer und viel breiter und da hat man das nicht so gespürt. Aber hier, du gehst in den Hexenkessel rein, so richtig geil, halt, richtig Fight Club. Das ist so wie so ein Gladiator, der in die Arena reinläuft sozusagen, ne. Nur schade, dass man jetzt hier den Einlauf nicht sieht, aber vielleicht finden wir da nachher noch was irgendwie. Weil es ist auch wichtig, sind mir ein paar Punkte aufgefallen beim Einlauf und rein in den Cage sozusagen. Aber jetzt gucken wir mal weiter. Ja, ich erkläre nochmal ganz kurz. Wir kämpfen 5 Runden, a 2 Minuten. Ich zähle nicht im Stehen an, denn ich sage Stopp, geht ihr bitte auseinander. Habt ihr Fragen? Dann bitte zurück. Manuelsen kann die Augen nicht von mir lassen, sehe ich hier, fällt mir auf. Ist mir aufgefallen. Ja, so muss das auch eigentlich auch sein. Ja, schau deinem Gegner in die Augen, dann weißt du, was dich erwartet. Viel mehr negative Gefühle, glaube ich, kann man in unseren Kampf nicht mit hineinbringen. Eine Stimmung, die wirklich komplett übergeschwappt ist auf Publikum zum Bernstein. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, zu diesem Kampf die Plätze einnehmen. Ich weiß nicht, ob Sie hier wieder schon mal nah waren an einem Hausbrand. Definitiv steht der bevor hier. Außerhalb des Untergrunds hat es geklappt. Ich feiere das einfach. Geil. Bösemann in der blauen Ecke, Manuelsen. Also, waren schon einige Leute da, so, ne, von der Bösemann-Community. Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal an jeden, der mir da den Rücken gestärkt hat, sozusagen, oder mich motiviert hat. In der roten.
Fast 20 cm der Größenvorteil, den Manuelsen hier mitbringt. Natürlich auch die deutlich höhere boxerische Klasse. Das haben wir im Showtraining ja schon gesehen. Kann er diesen ersten wilden Ansturm von Bösemann, der sicherlich kommen wird, widerstehen und seinen Stil hier tatsächlich durchbringen. Manuelsen, der größte und schwerste Fighter auf der heutigen Kampfkarte, bringt eine enorme Reichweite mit. Geht sofort mit dem langen Jab ins Gefecht. Bösemann steht noch draußen. Mark geht das vorsichtiger als erwartet an. Hat hart trainiert. Bösemann hat viele Treppenläufer hinter sich gebracht. Oh ja. 200 Sparringsrunden absolviert. Er muss diesen Reichweitenvorteil kompensieren. Er müsste es irgendwann über den Kampfgeist machen. Ja, starke Treffer. Die ersten zwei. Vormann, dritter Führertreffer hinterher. Manuelsen taktisch diszipliniert, nimmt die Deckung hoch. Taktiert. Versucht sich ranzutasten mit dem Jab. Fünf Runden nach zwei Minuten sind auch kein Pappenstiel für zwei, die diesen Sport nicht professionell betreiben, die sich hier kurzfristig vorbereitet haben. Er wird geklammert. Hier hat der Manu eigentlich eine gute Figur gemacht, so gleich gekommen mit links, rechts und so weiter. Das Problem ist halt, er hat mich nicht erwischt. Er hat mich nicht getroffen. Es ist halt dann doch, der Unterschied ist dann doch da. Also Unterschied zwischen einem Boxsack, bam, bam, den erwischst du natürlich, weil der rennt ja nicht davon oder der bewegt, der meidet nicht. Bei mir ist es halt dann doch schwieriger gewesen, also fast unmöglich gewesen, mich zu treffen. Ja? Lässt lösen. Ja. Was ich damit sagen will, das kostet halt unheimlich viel Kraft. Das kostet unheimlich viel Kraft. Okay? Ja. Unheimlich viel Kraft und viel Kondition. So, also jetzt der Manuelsen. Manuelsen sehr ruhig, sehr abgeklärt, versucht mit den Kräften Haus zu halten. Sicherlich der richtige Weg, die richtige Herangehensweise. Das kann Bösemann sich nicht erlauben, haushalten. Bösemann bewegt sich viel mehr. Ja. Zu Recht, er muss rankommen, er muss Winkel finden, er muss versuchen, da reinzuschneiden in die Nahdistanz. Da geht's schon los. Die Overheads sind meine Waffe, das ist so meine Spezialwaffe sozusagen. Aber wenn der trifft, da wächst kein Gras mehr. Das Spielmittel der Wahl, sicherlich auch zum Körper zu gehen von Manuelsen, der wenn deiner verwundbarsten scheint. Die letzten 10 Sekunden laufen. Manuelsen versucht ihn zu locken. Er weiß, er steht bequem. Weit außen. Die Reichweite spricht für ihn. Erste Runde vorbei. Also ich muss sagen, na, ganz kurz hier zu der ersten Runde. Ne? Die erste Runde, die ging sehr schnell, finde ich, vorbei. Also keine Ahnung. Auf einmal kam der Piepton sozusagen. Ich meine, klar, ich bin trainiert auf 5 Runden in diesem Tempo zu boxen. Weil viele gesagt haben, ja, dem ist die Luft ausgegangen in der dritten Runde. Nein, mir ist keine Luft ausgegangen. Ich habe noch Luft gehabt für 2 Runden, locker. Die 6. Runde, da wäre es dann wahrscheinlich schwierig geworden. In dem Tempo bin ich trainiert auf 5 Runden gewesen. Ja, aber 5 Runden Sparring ist nochmal ein ganz anderes Feeling, wie wenn man in einem Kampf sich befindet, muss man hier auch fairerweise sagen. Trotzdem, er hat eine sehr, sehr gute Figur gemacht gegen einen in allen Richtungen hingesehen. Besseren Gegner. Gegner hat einfach mehr Vorteile gehabt, trotzdem hat Bösemann die bessere Figur gehabt. Und ihr habt gesehen, dieser Druck eines offiziellen Kampfes kann euch sehr, sehr viel Ausdauer rauben. Das hat man bei Manuel sehr, sehr schön gesehen. Und Böse hat einfach eiskalt durchgezogen. Er hat sich zu überheblich hier angegeben. War auch ein bisschen spielerisch diese erste Runde. Da war er. Das ist der Trainer von 2-3 Schwinge. Von Manuelsen, der, soweit ich mitgekriegt habe, ist der Typ Albaner. Ne? Ich fand es eigentlich schade, dass er sich irgendwie nicht die Mühe gemacht hat, mir mal so zu gratulieren und so. Ich meine, klar, für Außenstehende ist es jetzt unverständlich. Wir Albaner unter uns, wir verstehen, was ich gerade sage. Ne? Das gehört sich dann einfach so, dass man dann hergeht und sagt, hey, Urime Fitoren. Das sind 2 Worte, Urime Fitoren. Weißt du, weil ich verstehe das ja auch, ich weiß ja, was ich sage. Ich weiß ja, er trainiert sozusagen meinen Feind. Ne? Deswegen ist er nicht mein Feind, der Trainer. Verstehst du, wie ich meine? Theoretisch. Von Bösemann aus dem Ziel, allerdings eine ohnehin Wirkung bei Manuel. Und ich verstehe auch nicht, warum Manuel sich da nicht hinsetzt. Weil er hätte eigentlich sich kurz ausruhen sollen. Versucht er die rechte Overhand ins Ziel zu bringen. Die 1-2 von Manuel. Die Körpertreffer, ne? Die Körpertreffer, das sieht jetzt, also für Außenstehende sieht das jetzt so nach nichts aus. Aber frag mal den Manuelsen, ich glaube, also da wird es bestätigen können, dass die Körpertreffer eigentlich schon sehr, sehr an der Kraft und an der Luft zerren. Mhm. Und ihm an die Konstanz gegangen sind, auf jeden Fall. Ja. Und hier, weil es hieß, ich weiß gar nicht, wer da irgendwas gesagt hat, ob das Sofian oder keine Ahnung, irgendwie. So, aber da reden wir dann mal ein andermal drüber, weil er gemeint hat, hier diese Schwinger und so weiter. Guck mal, der Typ ist ein Kopf größer als ich, ich komme nicht anders an den ran. Ja? Um den abzuholzen, ist mir das Mittel recht, ehrlich gesagt. Was halt im Ring erlaubt ist, versteht sich. Oder in Boxen erlaubt ist.
gibt ihm noch relativ viel Spielraum, könnte deutlich mehr mit seiner Führung arbeiten. Die boxerischen Qualitäten von Manuelsen haben wir ja im Showtraining gesehen, haben ihn ja auch dann bei YouTube besucht in seinem Training. Das sieht alles schon nach einem wirklich guten Boxer aus. Dazu natürlich diese Masse, die er mitbringt von 145 Kilogramm bei knapp 2 Metern Körpergröße. Ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes Team bei mir gehabt. Wie gesagt, Dieter Wittmann ist hier. Da fühle ich mich auf jeden Fall schon auf der sicheren Seite. Der Atta, der ist gerade rausgegangen, der mit dem Handtuch so gewedelt hat, war mein Supreme Sparringpartner. Superior Sparringpartner auf jeden Fall. Genau. Und der Dieter, wie gesagt, ich weiß noch, er hat zu mir gesagt, die Runde geht an dich. Die erste Runde, die geht an dich. Und in der zweiten Runde mehr Druck machen. Bau den Druck mehr auf. Da. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Dieses Gewicht auf den Gegner zu legen, ihn leer zu saugen, ihn zu erschöpfen. Sehr guter Punkt, sehr guter Aspekt. Denn das ist sicherlich das, worauf Manuelsen hier baut. Zweite Runde. Und wir starten auf das Zeichen des Referees mit der Runde 2. Manuelsen muss lang bleiben, muss technisch bleiben. Er muss hier den Boxkampf kämpfen. Er darf keine Schlägereien rausmachen. Reichweitenvorteil, größten Vorteil, bessere Technik. Ja, da war wieder der Jab von Manuelsen, der mich nicht getroffen hat. Und so ein Jab, der ins Leere geht, ne? mit einem Arm von Manuelsen, so ein 2 Meter langer Arm. Aber das geht schon an die Konstanz, ne? Da muss man schon sagen, wie es ist. Reichweitenvorteil, gut. Das war unwahrsinnig. Und direkt komme ich mit der Rechten sozusagen rein, weil ich lasse meinen Gegner nicht machen. Wer das, also die vom Kampfsport, die kommen, die werden mir hier recht geben, wenn ich sage, Manuelsen hat sehr, sehr wenig Chancen gehabt, das zu machen, was er eigentlich trainiert hat. Und hier sieht man im Hintergrund Fatto, hier ist Fabre, so das ganze Team vom Bösemann war auch noch am Start. Worauf er vorbereitet war. Vorteil, bessere Technik. Das ist so dieses typische MMA-Boxen. Ja? Für alle, die aus dem MMA kommen, die werden hier recht geben. Das ist dieses typische MMA-Boxen. Bam, bam, kompakt rein. Anders geht es auch gar nicht. Ich musste in den Mann rein. Ich kann nicht auf Mittel oder auf diese ganze Distanz, auf Volldistanz von Manuelsen mich einlassen, weil sonst, klar, einmal ein Jab, zweimal, dreimal und irgendwann mal trifft er mich hier an die Schläfe oder an den Unterkiefer. Und hier sind die Punkte. Auf da habe ich eigentlich die ganze Zeit drauf gezielt. Ich ziele nicht auf Augen und so, weil das bringt ja nichts. Das sieht zwar nachher schön aus, wenn da so ein dickes blaues Auge da ist, aber das macht gar nichts. Also das macht überhaupt nichts. Ne? Was dich abholzt, ist hier ein Treffer hier im Kieferbereich, ne? Oder an der Schläfe. Reichweitenvorteil, größten Vorteil, bessere Technik. Aber Bösemann mit viel Herz. Ja. Zwei gute Schlagkette und jetzt ist Manuelsen hinter den aufgedeckt. So. Jetzt. So, gehen wir so ein bisschen zurück. So mich jetzt so ein bisschen hier da rum. So. Aude Billa. Weißt du, Vorteil, größten Vorteil, bessere Technik. Ja. Aber ja. Und jetzt hat der Manuelsen ein bisschen Panik bekommen bei der ganzen Sache. Bei meinem Angriff hat Manuelsen hier Panik bekommen und wollte auf mich drauf. So, und hat hier die Nerven verloren. Das war ein bisschen so sein Fehler. Das hätte ihm nicht passieren dürfen, aber auf das habe ich hinausgekämpft, um ihn aus der Reserve zu locken. Ja. Jetzt aber, da bin ich kurz ausgerutscht und da hat er seine Chance gerochen sozusagen, jetzt auf mich drauf zu gehen und hat sich dann somit die Axt ins Beil gejagt. Ja. Ist hier ausgerutscht, ich habe ihn gepackt und da, zack, so. Und ich habe hier, oh mein Gott. Ich habe hier meine MMA-Filme geschoben. Aber in nicht eine Sekunde lang habe ich daran gedacht, jetzt wo er auf dem Boden lag, reinzuholzen. Weil ich habe mich überlegen gefühlt. Das heißt, ich hätte mich selber unnötig und sinnlos disqualifiziert aus einem Kampf, den ich sowieso gewonnen habe. Für viele mag das jetzt so klingen, so überheblich klingen oder so. Aber ich weiß ja, wie ich mich gefühlt habe in dem Cage. Ich sage jetzt nur, wie ich mich da drin gefühlt habe. Und ich habe dominiert einfach. Ich habe mich als Dominator sozusagen gesehen. Und das wäre jetzt, hätte ich jetzt hier, wäre mir jetzt hier die Hand ausgerutscht, wäre ich disqualifiziert worden. Ganz klar, berechtigt natürlich, das ist Boxen und kein MMA. Okay. So, und jetzt wollten viele wissen, was ich dem Manuelsen hier zugerufen habe. Ja. Oder was ich ihm zugerufen habe. Und ich sag's euch, ich habe mich über ihn gebeugt und habe gesagt, komm, steh auf, hier bin ich. Komm, steh auf, hier bin ich. Das habe ich ihm gesagt, nichts anderes. So. Okay. Aber ich habe ihm tatsächlich zugerufen, steh auf, hier bin ich. Ja. Aber lässt sich auf und
Ne? Der Horror steht ihm ins Gesicht geschrieben. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber der Horror, der sitzt ganz, ganz tief. Der Arme, ja. Im Unterbewusstsein. Ja, das haben sehr, sehr viele gesagt. Vielleicht war das auch einer der Gründe dafür, warum es ihm am Ende an Ausdauer gefehlt hat, an der Luft. Dieser ganze Druck, der auf ihn lastete. Es kam alles sehr, sehr überraschend. Vor allem, wenn jeder dir davor einredet, du wirst ihn in der ersten Runde besiegen und siehst auf einmal, der Gegner ist kein Fallobst, sondern wirklich ein Krieger, ein Tier, der niemals aufgibt. Dann fängst du an, in Panik zu geraten. Brauchen wir gar nicht weiter drüber quatschen. So. Das ist ein Riesenfehler. Ja, das war ein Riesenfehler. Es war kein Niederschlag. Nein. Manuel wird nicht angezählt. Muss der Referee aufpassen. Da ist sehr viel. Deswegen habe ich sehr, sehr stark, sehr hart an meiner Kondition trainiert und hart gearbeitet, diszipliniert, mich auch an Ernährung gehalten und so weiter. Aggression drin. Sehr stark. Das Ding ist am Platz, am Eskalieren hier. Was für eine Stimmung in der GNC-Arena. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt hier abgebrochen hat. Ich gucke mir das nochmal kurz an. So. Wem es auffällt, ich habe eine kompakte Deckung. Wir haben hier mit Dieter Wittmann an der kompakten Deckung gearbeitet. Der ist kaum durchgekommen mit seinen Chaps. Wenn er mal welche gelandet hat, entweder konnte ich meiden oder bin ich den Schlägen ausgewichen. So, ja, weil ich war ja ständig in Bewegung. Oder aber der ist auf die Deckung drauf. Und ist klar, das zerrt natürlich an der Psyche, ne? an der Psyche des Gegners, wenn er nicht durchkommt. Und fängt der Gegner dann langsam an zu übersäuern, ne? Der overbased einfach, weil er nicht durchkommt und auch dann im Kopf sein Plan nicht aufgeht und er dann denkt, was passiert hier, auf das ist er dann nicht vorbereitet und so übersäuert er dann sozusagen und hat dann auch nicht mehr die Bewegung, nicht mehr, die er eigentlich, die wird dann, das wird alles hart, er wird unbeweglich. War alles Teil meines Plans. Das Ding ist Achtet mal so auf die Deckung von mir. Ne? Mein linker Arm ist wie mein Schutzschild. Der rechte, der ist wie eine Lanze, so. Und der linke, immer in Bewegung. Guck mal. Platz nach eskalieren hier. Was bam. Für eine Stimmung in der GNC-Arena. War das jetzt verboten, da dieser Ding oder was? Keine Ahnung. So. Der hatte Schwitzkasten. Glaube ich. Böse Mann, kompakt. Ja, genau. Kompakt. Das ist das Wort. Das ist eigentlich das Wort gewesen. So kompakt. Sie kräftig. Das ist die Arbeit, die Manuelsen drauf. Mit der Führung abfangen. Böse Mann atmet jetzt durch. Was hat denn der Manuelsen da hinten drauf? Irgend so eine Werbung, ne? So eine Magic Pair. Aber nicht so ein Casino-Ding, oder? Mund atmet schwer. Bam, und die geht drüber. Hier, geht drüber. Das ist alles Kraft. Das ist alles Kondi, was den Gegner unheimlich viel abverlangt, sozusagen. Mhm. Ja? Guck. Bam. Wieder nichts. Nochmal, guck mal. Guck da, fahr mal ordentlich durch. Ja. Bam. Sehr stark ausgewischen. Ja, wieder nichts. Und so ging es ja die ganze Zeit. Und das ist unheimlich zerren, das Kräftezerren. Und Manuelsen, langsam aber sicher in einem Panikmodus, gerät in so einen Panikmodus. Was passiert hier? Wieso? Ich treffe den nicht. Was geht ab? Am Training war es so einfach. Aber das Training ist halt Training, liebe Zuschauer. Das Training ist Training und es ist halt dann doch anders wie im richtigen Kampf. Ne? Nicht ins offene Messer laufen. Er muss den Gegner kommen lassen. Er hat den langen Führhand ab. Hat im Vorfeld sehr klar, sehr analytisch über die Möglichkeiten gesprochen, die er hat, mit denen er umgehen muss, mit denen er haushalten muss. Die richtigen Reiter. Der hat gesessen. Guck mal, auch wenn er jetzt nicht mit der vollen Kraft reingebrettert hat, aber guck mal, so ein bisschen, aber das merkt, der Gegner merkt das. Der Gegner spürt das. Ja, der Gegner spürt das unheimlich. Diese. Mit denen er umgehen muss, mit denen er haushalten muss. Bam. Die richtigen. Oh, nochmal. Das sind, auch wenn jetzt nur der hier mit dem am, hier am Kopf, aber das ständig die ganze Zeit in so einem Ding, das spürt der Gegner. Das geht, das sind wie Axtschläge auf den Kopf irgendwann mal. Ja? Es klingt verrückt, aber es ist tatsächlich so. Und hier diese Körpertreffer hier im Magenbereich, bam, von unten, das spürt der Gegner. Das ist nicht ohne. Das will ich damit sagen, das ist nicht ohne. Wenn's der Disbalance des Gegners, da muss er zustechen, da kommt er noch bam. Gar nicht hin. Ja. Oder hier diese Schläge, bam, bam. Hier auf dem Hinterkopf oder hier auf der Schläfe, auch wenn es nur der Unterarm ist. Aber das spürt der Gegner, auf jeden Fall. Bam. Oh, oh ne, alles nicht. Also wie gesagt, ich hab Luft gehabt für 5 Runden und ich muss ehrlich sagen, mein Abschlusssparring mit dem Atta an dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß, war um einiges härter wie jetzt dieser Kampf gegen Manuelsen. Wie lange geht das gut? Okay. Letzte 10 Sekunden laufen vor der Runde 2. Ich weiß gar nicht, warum der hier jetzt eigentlich abgebrochen hat oder was da jetzt los war. Ich dachte, die Runde ist vorbei. Guck mal, da unten der Dennis, mein Bro Dennis. Ah, den nenne ich meinen Bruder, weil wir kennen ihn schon sehr, sehr lange und sehr, sehr stabiler und sehr strammer Mann auf jeden Fall. Und hier Fabré. Ja. Ist der früh vorne schwarz abgebrochen, oder?
eine Pause, die, glaube ich, beiden gerade richtig bekommen haben. Pause, Intermission, Ende der Runde 2. Also, ich bin mir sicher, viele hätten nicht viel drauf gegeben, dass das hier eine dritte Runde erlebt. Lösemann tritt beherzt auf. Ja. Couragiert, geht er nach vorne, er versucht die Akzente zu setzen, er versucht das Oktagon zu kontrollieren mit seinem Druck, den er ausstößt. Wir sehen mal fast denen. Das war ein Ausrutscher von Manuel, kein Niederschlag. Und Bösemann kann sich ja gerade so kontrollieren. Das muss man jetzt nochmal kurz. Weil hier sieht man das, von der Perspektive so, ne? Hier sieht man das von der Perspektive. Ja. Und Bösemann kann sich gerade so. Und hier sage ich zu ihm, komm, steh auf, hier bin ich. Komm, steh auf, hier bin ich! Eigentlich habe ich ihn, motiviert sozusagen aufzustehen und weiterzumachen. Unschön, wenn es so zu Ende ginge in einer Disqualifikation. Wir wollen hier einen sportlichen Sieger haben. Richtig. Ganz zu schweigen, was dann hier in der GMC Arena auf uns warten würde. Mein lieber Scholli. Eine Stimmung, Baum, die sich, glaube ich, verbal sehr schwer transportiert lässt. Nur hier, nochmal ganz kurz nochmal hier. Der ging zwar auf die Deckung, aber dieser Schwinger hier. Und dann habe ich so ausgeholt, ne, dass Manuelsen eigentlich gesehen hat. Der wurde ja angekündigt, ne, mit Pauken und Trompeten. Baum. Der ist auf die Deckung. Aber trotzdem geht er dem Gegner an die Konstanz, dieser Schwinger. Ja. Substanz. Und an dieser Stelle, also hier die Nackenmuskulatur ist schon das. Die sich, glaube ich, verbal sehr schwer transportiert ist. Bitte. In der dritten Runde angekommen. Findet Manuelsen die Ruhe, die er braucht gegen Bösemann? Wer hätte das gedacht in der dritten Runde? Hätte das jemand von euch gedacht? Nein, ne? Ihr habt ja alle auf erste 10 Sekunden getippt und da liegt nein. Der Bösemann auf dem Boden. Nein. Ich nicht. Ich überrascht. Und zwar dritte Runde, ringfrei. Aber dass die beiden so lange Ausdauer haben. Und hier, in der dritten Runde, ja, muss ich sagen, hier habe ich mir vorgenommen gehabt, den Manuelsen abzuholzen. Ja. Also das war meine Intention. Die erste Runde natürlich Druck, die zweite Runde den Druck erhöhen und dritte Runde das Ganze hier, den ganzen Treiben hier ein Ende bereiten. Das war so meine Intention. Oder mit dem bin ich hier reinmarschiert, in diese dritte Runde. Ja. Hätte es jetzt hier nicht geklappt, dann halt in der vierten. Aber ich war mir schon ziemlich sicher, dass ich das Ding in der dritten Runde beende hier auf jeden Fall. Lösemann geht zum Körper. Aber wie gesagt, da sieht man sieht ja auch, ich bin auch gleich im Angriffsmodus. Ich bin auch gleich im Angriffsmodus. Ich muss mich hier vorstellen. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier eine Minute Pause gehabt. 60 Sekunden, das müsst ihr euch noch vorstellen. Bei einer Kampfzeit von 2 Minuten. Voll der Jackpot. Ja? Voll Urlaub. Das war eigentlich Urlaub für mich. Ne? Weil, wie gesagt, meine Sparringrunden gingen zu Beginn erst auf 2,5 Minuten, dann auf 3 Minuten. Und bei 2,5 Minuten haben wir 30 Sekunden Pause gemacht. Bei 3 Minuten hat mein Trainer, er war so freundlich und auch so lieb und so human und hat auf 35 Sekunden Pause erhöht, also 5 Sekunden länger. Aber hey, diese 5 Sekunden machen so viel aus. Ne? Und jetzt habe ich hier, müsst ihr euch vorstellen, jetzt bin ich hier in einem Kampf, okay, der 2 Minuten geht und habe dann 60 Sekunden Pause. Ich habe mich gefühlt wie auf den Malediven. So. Richtig geil. Voll geil. Das ist das halt. Das ist auch der Grund dafür, warum einige Leute Gewichte anziehen und damit rumlaufen. Und sobald die ablegen, fühlen die sich federleicht, als könnten die fliegen. Das kommt halt immer auf deinen Normalzustand an und wo du dich hinbegibst. Wenn du im Training leicht mit dir umgehst, kannst du auch nur leicht mit deinem Gegner abrechnen. Wenn du aber hart kämpfst im Training, wenn du dich selber hart rannimmst, genauso hart nimmst du dann auch deinen Gegner ran. Und umso härter dein Training ist, umso leichter der Kampf. Gekontert mit der langen Führung. Zweimal steifer Jab von Manuel. Step in Jab. Gefällt mir gut. Ja. Das sind Stilmittel, die ihm helfen. Ja. Aber also ich muss hier wirklich sagen, ich habe den Manuelsen keine Sekunde gelassen, damit er sich hier austoben kann an mir. Ja? Er hat keine Chance bekommen, hier eigentlich auszuleben, was er eigentlich vorhatte oder seinen Plan hier durchzuziehen. Den Punktezettel natürlich einfach hinterlassen. Aber die Rechte von Bösemann bleibt gefährlich. Ja, wird aber mit fortlaufender Kampfdauer unkontrolliert. Ne? Beide sind keine professionellen Boxer, die täglich trainieren. Die haben sich natürlich beherzt vorbereitet. Respekt dafür, auf diesen Kampf. Da sieht man hier am Auge, da ist ein Treffer ist durchgekommen. Ja? Ein Treffer ist durchgekommen. Und halb so wild, das ist nur das Auge, das macht gar nichts. Ne? Hier die Kieferpartie, ja, die ist gefährlich. Da darf nichts hinkommen. Ja? Aber auch hier, guckt euch mal meinen Hals an. Ja? Die Nackenmuskulatur ist sehr, sehr wichtig für Knockouts und so weiter. Ja. Also so ein dünner Hals und kommt ein Brett, gehen eigentlich schneller die Lampen aus wie jetzt. So ein Tyson-Nacken wie mir. Ja. Respekt vor allem dafür. Das kann man ja auch trainieren. Ist ganz wichtig, dass man das trainiert. Dass man seine Kiefer trainiert, dass man diesen Giga-Chat-Kiefer kriegt, plus Nacken muss auch trainiert werden, dass der stabil ist. Am besten nehmt ihr euch dann so diese Kugelgewichte, legt euch hin auf so eine Bank, tut diese Kugelgewichte auf euren Kopf und dann
drückt ihr das hoch und auf der anderen Seite genauso nach hinten drücken, zu gewischen. Viel in Nacken investieren, dann passt das schon. Das tatsächlich hier im Käfig austragen zu wollen. Körpertreffer von Bösemann. Gerade diese Körpertreffer, die sind dreckig. Die sind richtig ekelhaft. Die sind ekelhaft. Ich bin mal gespannt, ob Manu auch auf das reagiert, auf den Kampf reagiert. Ich denke, er wird mir hier recht geben, dass diese Körpertreffer einfach ekelhaft sind. Dass die, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, aber die wirklich an die Konstanz gehen. Nochmal ganz kurz, es wurde ja viel gelacht und auch viel diskutiert wegen dem Kostüm oder wegen dem Kampfanzug, sage ich jetzt mal, von Manuelsen. Und ich finde es sehr, sehr stark von Manuelsen, dass er hier drauf geschissen hat, was die Leute darüber denken. Ja. Und was sehr wichtig ist. Sehr wichtig ist bei ihm, ich muss sagen, bei Manuelsen ist mir aufgefallen, dass er sehr, sehr viel darüber nachdenkt oder auch dass sich auch sehr zu Herzen nimmt, was Leute über ihn sagen oder denken oder sonst irgendwas. Ja? Also, und hier hat er es jetzt mal nicht getan und hat tatsächlich sein Ding durchgezogen. Und das finde ich ist auf jeden Fall zu respektieren. Ja. Genau. Ich würde sagen, so die letzten Sekunden, die gucken wir uns jetzt noch voll an. Das ist ja so eine Art afrikanische Kriegertracht, was er da anhatte, um sein Volk, sage ich mal, um seine Herkunft zu ehren. Oh, let's go, komm. Warum bist du mal komm? Ah, da kommt da der richtige Schwinger, die kommen schon direkt. Also diese Schwinger, ne, die sind nicht ohne. Erste Minute auch schon rum in diesem Uppercut mit rechts. Direkt dieser dritten Runde. Manuelsen ist nicht ganz Herr dieser Situation. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Hier, dieser Schwinger, der kam, saß direkt am Unterkiefer und irgendwelche YouTuber und Boxspezialisten, die Boxspezialisten geworden sind, fragen sich, wieso kippt der um? Ja? Also ich will euch mal sehen, wenn ich nicht mit so einem Schwinger, sondern wenn ich euch in den Unterkiefer rotz, wie ihr dann umkippt. Hat er recht. Ist nicht ganz Herr dieser Situation. Bam. Der Schlag, der war's. Das war der Schlag. Dieser Schlag war's. Nochmal, für alle, die es nicht gesehen haben. Runde, Manuelsen ist nicht ganz Herr dieser Situation. Bam, der Schlag, der war's. Schwinger. Und das war ja nicht aus der Körperdrehung. Aber auch schon vorher. Aus der Körperdrehung, sondern nur hier mit dem Arm. Und, also, ich meine, die Leute, die von mir schon Bretter kassiert haben, die wissen, wie hart so ein Schlag kommt auf jeden Fall. Also von mir. Ne? Der war eigentlich schon weg. Nach diesem Schlag war er schon weg. Dass er sich auf dem Bein noch gehalten hat, ist eigentlich. Also, er hat sich auf mich gestützt, sozusagen, eigentlich. Er war eigentlich schon weg. Jetzt ist er angeschlagen. Oh. Das ist die Überraschung schlechthin. Ein böser K.O. von Bösemann. Manuel Sen am Boden und es sieht nicht so aus. Das könnte hier auf 8 widerstehen. Ganz kurz, hier meine Reaktion von mir. Genau. Da gucke ich nach hinten und mache so. Genau. Das war so eigentlich eine Anerkennung für mich selber. Weil ich habe mein Ding durchgezogen sozusagen. Wir sind in der dritten Runde und ich habe ihn zu Boden gekriegt. Das war mein Plan. Guck mal hier. Zack, zack. So, jawohl. Wahnsinn. Wahnsinn, dass der da nochmal aufgestanden ist, na, nach diesen Dingern, nach diesen Bomben, nach dieser einen Bombe, weil die hat den abgeholzt. Die ist durchgekommen. Also normalerweise hätte hier ein Handtuch fliegen müssen oder der Ringrichter, ja, der hätte hier eigentlich das Ding, der Manuelsen war nicht mehr dabei. Und ich hatte auch nicht mehr viel gefehlt, weil dann die Leute sagen, ja, da war noch keine Wirkungstreffer, der ist noch nicht da, der Manuelsen ist noch nicht da. Guck mal, jetzt kommt der böse Mann hier von der Seite, wie so ein Horror, soll ich mal vorstellen, wie so ein Albtraum, ne? Du wachst auf und denkst, du hast den Albtraum überstanden und dann wird dir bewusst, dass du noch in dem Albtraum drin bist. Oh mein Gott, los. Hier, der Uppercut leider daneben. Muss aufpassen, seine Energie nicht komplett zu verpulvern. Aber er hat die Oberwasser. So, Schwinger hier am Unterkiefer. Nochmal, hier sind die Nerven. Hier sind die Nerven. Und das hat auch Wirkung nochmal kurz gezeigt. Hier, guck. Guck, das Ding. Das war das Ding. Es muss nicht stark sein. Ja? Also Leute, die aus dem Kampfsport kommen, die wissen, was so ein Ding bewirkt auf jeden Fall. Ja? Klar, so ein Sofian, wo soll der das auch wissen? Woher soll ein Sofian wissen, wie sowas abgeht? Also, der soll seine Rapper reacten. Seine Rapper, das kann er irgendwie irgendwo. Aber das soll sich hier bei Sachen, wo er keine Ahnung hat, soll einfach die Schnauze halten. Ja, genau. So, und das sind jetzt kurze, aber deftige, dreckige Treffer. Und Manuelsen ist noch nicht da gewesen. Nach dem ersten Niederschlag ist Manuelsen noch nicht da gewesen. Das heißt, es hat hier nicht mehr viel gebraucht. Das sind jetzt sozusagen die Feinheiten gewesen. Ne? So. Und Manuelsen geht zu Boden. Nicht zu fassen. Er läuft auf den Boden. Eine Möglichkeit, die er überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat. So, und weil es hieß, mir ist die Luft ausgegangen. Nein, das ist nicht. Ich hab noch Luft gehabt auf jeden Fall. Dass sie diesen Kampf hier verlieren kann. Und ich bleibe dabei, die Taktik ist sehr überraschend. Es ist vorbei! Das ist der TK. So, es ist vorbei. Und was macht der böse Mann? Der tut kurz die Hände in die Luft und das war's. Ja? Aber dazu sage ich dann noch was zu meinem Schlusswort, was dann auch gleich kommt.
Der zweite Niederschlag zu viel und es war die kleine Mischung. Ganz ehrlich, ich wollte schon überlegen, ob ich rübergehen soll und ihm helfen aufzustehen. Ja? Ich konnte mir das nicht reinziehen. So ein gestandener Mann, so ein zwei Meter Baum auf dem Boden liegend. Ich war echt am überlegen, ob ich da hingehen soll und dem helfen soll aufzustehen. Und der Treffer von Bösewa. Und das ist, glaube ich, für uns alle. Ich habe hier so einen kleinen Cut gekommen. Guck mal, du musst dir vorstellen, es war ein Treffer, ja? Ein Treffer, der durchgekommen ist und was der bewirkt hat. Ich meine, gut, das ist jetzt nur am Auge, der hat keine Wirkung so, weißt du, ich meine. Der hat sowas, meine Stirn, Beton, schlagen mit Betonklötze dagegen, das wird wenig bringen. So, ne? Abgesehen vom Lager von Böse natürlich. Genau, das ist der Atta, hier sieht man schön im Fato. Genau. Eine Faust, genau. Dicke. Hier kommt mein Trainer Dieter Wittmann, mein Kamerad. Das ist mein Trainer hier, Dieter Wittmann auf jeden Fall, dem ich das auch mit zu verdanken habe, den Sieg. Wir haben hier, also er hat hier schon einen Schlachtplan gemacht. Wer die Platzachse noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch gerne angucken auf jeden Fall. Da hat er ein bisschen darüber geredet. Auf dem Weg zu mir hat er schon den Schlachtplan im Kopf gehabt, er hat sich das alles angeguckt. Kämpfe von Manuelsen, Kämpfe von Bösemann. Und da hat er gesagt, so gehen wir vor. Sehr, sehr strammer und stabiler. Kamerad an dieser Stelle, sei gegrüßt. Ja, man hätte darüber diskutieren können, ob man beim ersten Mal hätte abbrechen können. Ich dachte, das wäre es gewesen. So oder so. Sieg für Bösemann. Hier sind wir nochmal. Manuelsen erschöpft, konnte keine Akzente setzen in dieser Phase. Das sind ja keine schweren Treffer, die ihr hier nimmt. Aber ja, müssen auch nicht das sein. Kulminieren. Ja. Und vor allem die geballte Flut an Treffern. Das Ergebnis unseres Main Events Hauptkampfs bei der ersten Ausgabe der GNC Special Fight Series. Sieg in der dritten Runde durch einen Knockout für den Mann aus der blauen Ecke, für Bösemann! Ja. Das ist ja auch ein Ergebnis, an dem gibt es nichts zu rütteln. Sehr klare Auf keinen Fall. Entscheidung. So, wie immer an dieser Stelle mein Schlusswort. Zu diesem ganzen Kampf, zu diesem ganzen Trubel, zu diesem ganzen Hype, der da darum entstanden ist, so, ne? Berechtigt. Ich finde, es war ein guter, actionreicher, ein spektakulärer Kampf irgendwo. Ne? Dafür tatsächlich, dass wir keine Profis sind und nicht diesen Sport sozusagen leben, ne? wie jetzt echte Profis, die morgens aufstehen und ihren Tagesablauf haben, was Training anbetrifft, ihre Sporternährung, ihren Ernährungsplan haben und so einfach diesen Sport leben. So, ne? Sei es jetzt Boxen, sei es jetzt Thai-Boxen, Kickboxen, K1, MMA. Ne? Es gehört sehr, sehr viel Disziplin. Sehr, sehr viel Disziplin, um hier zu glänzen. Ja. An dieser Stelle nochmal meinen vollsten Respekt an meinen Gegner Manuelsen, der sich tatsächlich getraut hat, in den Oktagon zu steigen oder in den Ring oder besser gesagt, um mir die Stirn zu bieten. Ja. Also Manuelsen, auf ihn wird jetzt rumgetrampelt, dies, das. Aber ihr müsst euch auch vor Augen halten, ich bin auch nicht irgendwie Fallobst oder so. Ne? Er wurde jetzt nicht von einem 0815-Typen so besiegt, ja, sondern von Bösemann. Okay? Und Bösemann ist tatsächlich nicht ohne. Okay? Ist tatsächlich nicht ohne. Aber nichtsdestotrotz nochmal Respekt an Manuelsen, dass er seinen Mann gestanden hat. Er hat seinen Mann gestanden, er hat Ansagen gemacht, er hat viel beleidigt, er hat viel im Internet und hin und her. Aber am Ende ist er seinen Mann gestanden, Zahn um Zahn, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es so schön heißt. Und hat dann auch wie ein Mann verloren, okay? Was dann im Nachgang war, da will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Mir ging es jetzt hier nur um den Kampf und so weiter und so fort. So, ich möchte noch ganz kurz ein paar Worte sagen zu meiner Funktion in der Deutsch-Rap-Szene, wenn man das so sagen kann. Ne? Meine Funktion ist eigentlich kurz und knackig gesagt, ich fühle mich berufen, um der neuen Generation oder der Jugend stabile und ehrliche Werte zu übermitteln, okay? Die ich meiner Überzeugung nach, die einfach fehlen, okay? Es fehlt einfach, okay? Ich sehe die Jugend verdummen und verblöden in ihren TikTok-Flashes, wo die da abgehen. Ich will das nicht aufhalten, ich kann es auch nicht aufhalten, das ganze Ding. Ich möchte aber nur nicht die gesamte Bühne diesen Leuten zu überlassen, die das aus der Jugend machen. Ja, ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten, der neuen Generation auch ein paar stabile Werte mitzugeben, so wie starke Charaktereigenschaften wie ein Mann, ein Wort, okay? Ein Mann, ein Wort. Respekt. Was es bedeutet, jemandem Respekt zu zollen. Ja? Was es bedeutet, wie gesagt, ein Wort zu geben und dieses Wort aber auch zu halten. Hm? Was es bedeutet, wenn man zu einem sagt, halt dein Wort oder halt deine Fresse. Das ist nicht einfach nur ein Spruch, okay? Also, Das ist so ein bisschen meine Berufung. Ich finde es gut, hier auf Unterstützung zu stoßen, dass Leute mich hier unterstützen und vor allen Dingen auch Eltern von Kindern, die auch das Problem haben irgendwo und auch das Problem sehen, ja, die dann sagen, hey, danke böse Mann, haben wir sehr, sehr in letzter Zeit, auch vor dem Kampf, haben wir sehr, sehr viele positive Reaktionen in dieser Richtung, wo tatsächlich Leute, die mich auch auf der Straße sehen und sagen, hey, böse Mann, komm, lass dich mal umarmen, verdammte Scheiße, mein Sohn guckt das an und ich sehe positives Mindset, Veränderung in seinem
in seinem Gedanken. So, ne? Plötzlich wird von Papa, du hast mir dein Wort gegeben und lauter solche Sachen. Ne? Und das ist wichtig, weil das sind stabile Werte. Und die versuche ich mit meinem Team, also mit Fato und mit dem Rest, der bei uns, der mit mir ist, ne? Auch ein bisschen zu übermitteln. Okay. Und ein bisschen die Kids von diesem Walla Billa, ich schwöre auf meine Mutter, ich schwöre auf dies und das, ein bisschen runterzuholen und was es bedeutet, eigentlich so einen Schwur zu leisten. 100% Real Talk. Genau so sehe ich das auch. Genau so zu 1 Million% bei jeder Scheiße, die gelabert wird, vor allem auf TikTok, hörst du, Walla, nein, ich schwöre auf Koran, nein, Walla, Walla, und lügen bei der Hälfte der Sachen. Offensichtlich, man sieht das, es gibt Beweise dafür. Trotzdem werden diese Begriffe inflationär benutzt, wie Ehrenmann, wie Bruder, wie hast du nicht gesehen. Und er bringt noch ein wenig Oldschool zurück. Er ist das, was wir vermitteln, nur in radikaler, nur in viel, viel aggressiver. Noch mehr Oldschool hat er mit reingebracht, wo er auch auf sehr viel Gegenwind stößt. Aber am Ende des Tages sind das trotzdem, meiner Meinung nach, es ist nicht für jeden so, gute Werte, die da vermittelt werden. Okay, man muss nicht schwören. Es reicht, wenn man einem mal sein Wort gibt. Ja, Freunde, so viel zu Bösemanns Video, zu der ganzen Thematik rund um seinen Kampf mit Manuelsen, mit allem drum und dran, was es da gab. Ich finde, die letzten Worte von ihm waren sehr, sehr stramm. Die letzten Worte von ihm waren sehr, sehr nice. Hat mir gut gefallen. Schade, dass er nichts zu der Thematik mit mir gesagt hat, aber da gibt es auch nichts zu sagen. Wie gesagt, wir haben telefoniert. Es ist alles in vollster Ordnung zwischen ihm und mir. Ich sehe ihn als stabilen Mann an, genauso wie Fato und die anderen um ihn herum. Es sind gute Jungs. Ich mag diese Jungs und ich werde mich hoffentlich jetzt demnächst nochmal mit denen treffen. Das ist aber nur meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mustard.